Auch Deutsche waren immer wieder auf der Flucht. Vor Krieg, Verfolgung oder Not. Längst ist Deutschland selbst Einwanderungsland. Zufluchtsort für Millionen. Doch warum verlassen Menschen ihre Heimat? Hier kommen Beispiele aus der deutschen Geschichte. Im 19. Jahrhundert steigt die Zahl der Auswanderer nach Übersee. Allein 5,5 Millionen Deutsche emigrieren nach Amerika. An diesen Exodus erinnert das Auswandererhaus in Bremerhaven mit einer Rekonstruktion. An der festlichen Kleidung der Auswanderer ersichtlich, wer die weite Reise antritt, darf nicht mittellos sein. Schon damals. Man braucht ein bisschen Geld, um die Überfahrt zu bezahlen und auch um im neuen Land anfangen zu können. Das ist ja bis heute so. Also ganz arme Menschen können sich das überhaupt nicht leisten zu fliehen. Die müssen dort bleiben, wo sie sind, weil sie gar nicht sich fortbewegen können. Im 19. Jahrhundert verdreifacht sich die deutsche Bevölkerung. Für zu viele gibt es zu wenig Verdienst, besonders auf dem Land. Der Lohn nächtelanger Heimarbeit wird durch konkurrierende Fabrikware aus England gedrückt. Missernten, Geburtenzuwachs, Hungerlöhne und in der Folge Nahrungsmangel treiben vielerorts die Menschen ins Elend oder gar in den Tod. Auswanderung ist für viele kein Traum, sondern überlebensnotwendig. Doch weit kommen die wenigsten. Viele vom Land, die haben dann entschieden, ich gehe jetzt ins Ruhrgebiet, weil da gibt es Industrie, da kann ich mehr Geld verdienen, als wenn ich als Knecht auf dem Bauernhof arbeite. Die sind dann zu Fuß oder mit dem Zug, sind die dann in größere Städte oder Regionen und haben da dann gearbeitet. Das ist ja auch eine Art von Migration. Für den fernen Traum von Amerika legen Familien zusammen, verkaufen Haus und Hof. Einzelne werden vorausgeschickt. Aber auf den Segelschiffen überlebt etwa jeder Zehnte unter Deck die Überfahrt nicht. Auch politische Verfolgung, besonders nach der niedergeschlagenen Revolution von 1848, treibt manche nach Amerika. Bewegt von der Hoffnung, im gelobten Land politische Ideale zu verwirklichen. Doch angekommen heißt noch nicht am Ziel. Das Schicksal entscheidet sich bei der Registrierung, wie später auf Ellis Island vor New York. In diesem Moment hier auf Ellis Island hatten sie Angst. Sie hatten Angst, nicht reinzukommen. Denn man konnte durchaus abgewiesen werden, aufgrund von Krankheit oder weil man die falschen Papiere hatte. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einem Mann, der hatte keinen Daumen. Und das hat er versucht zu verstecken. Aber es ist dann klar geworden, er musste ja dann irgendwann die Hand aufmachen, dass ein Daumen ihm fehlt. Und solche Menschen wurden dann zurückgeschickt. Herzschwäche etwa, mit einem H markiert, bedeutet Endstation. Selbst wer einreisen darf, bleibt nicht unbedingt. Ein Fünftel der deutschen Einwanderer will oder kann nicht auf Dauer bleiben. Die neue Welt bietet Mühsal und Not. Aber auch Hoffnung auf ein besseres Leben. Manchmal, selten, auch Welterfolge, wie die Jeans eines fränkischen Auswanderers, Löb Strauß, der sich später Levi nennt. Oder die Steinway-Flügel von Heinrich Steinweg aus dem Harz. Karl Schurz aus Bonn, in seiner Heimat politisch verfolgt, wird sogar amerikanischer Innenminister. Auch im 20. Jahrhundert verläuft Migration wellenartig. Nach dem Ersten Weltkrieg senken Quoten und Visaerlasse die Zahl deutscher Auswanderer in die USA. Seit den 30er Jahren treiben zunächst die Folgen der Weltwirtschaftskrise viele aus dem Land. Schon bald gefolgt von den Diskriminierten und Entrechteten der NS-Diktatur, vor allem Juden. Der von Deutschland entfachte Zweite Weltkrieg schlägt Millionen Menschen in die Flucht. Am Ende angesichts des sowjetischen Gegenangriffs auch Deutsche. Gut ein Sechstel der deutschen Bevölkerung macht der bis zum äußersten durchgefochtene Krieg heimatlos. Man muss sich vorstellen, dass Millionen Menschen
geflohen sind. Im Zeitraum zwischen Herbst 1944 und Kriegsende im Frühsommer 1945. Und diese Flucht ist für die allermeisten eine traumatische Erfahrung gewesen, weil der Winter 1944-45 ein besonders schwerer Winter gewesen ist. Es war brutal. Sehr, sehr viele sind zu Fuß gelaufen. Es gibt Bilder davon, wie Frauen ihre kleinen Kinder in ihren Kinderwagen durch die Schneewehen schieben. Viele dieser kleinen Kinder sind am Straßenrand gestorben, weil sie die Kälte nicht ausgehalten haben. Das heißt, Frauen mussten ihre eigenen Babys am Straßenrand zurücklassen. Berlin trägt bis heute Spuren des Zweiten Weltkriegs. Hier bezeugt das Dokumentationszentrum für Flucht und Vertreibung, was Heimatverlust und Verfolgtsein bedeutet. In zuvor deutsch beherrschten Ostgebieten üben nach der Niederlage der Wehrmacht selbsternannte Partisanen an verbliebenen Deutschen Rache für den Terror der deutschen Besatzer. Sie trifft auch Unbeteiligte. Wie im nun wieder tschechischen Sudetenland werden sie vielerorts aus ihren Häusern vertrieben. Die Siegermächte billigen nicht alle Methoden, aber das Prinzip ethnischer Trennung. Die Alliierten, die Anti-Hitler-Koalition, hat relativ früh begonnen, darüber nachzudenken, wie in Zukunft ein Zusammenleben mit den Deutschen eigentlich in diesen Ländern aussehen sollte. Und die sich im Zuge des Krieges, vor allem durch die deutschen Verbrechen, durch die verbrecherische Besatzungspolitik, dazu entschlossen haben, sehr radikale Lösungen zu definieren und zu sagen, eigentlich müssen alle Deutsche raus. Insgesamt 7,5 Millionen Deutsche werden systematisch umgesiedelt. Dorf für Dorf, Stadt für Stadt. Besonders aus der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei oder vom Balkan rollen Massentransporte ins geteilte Nachkriegsdeutschland. Aber auch etwa 1,7 Millionen Polen und Ukrainer verlieren im neuen Grenzgefüge ihre Heimat. Den Weg in den Westen erleben manche Vertriebene, gerade Jüngere, auch als Befreiung. An der Grenze lassen sie die Armbinden zurück, die sie zuvor als Deutsche gebrandmarkt hatten. Prägende Erfahrungen. Das hat bis heute Auswirkungen in der Gesellschaft. Man kann ganz grob ungefähr sagen, dass ein Viertel der deutschen Bevölkerung heute in der Familiengeschichte Verbindungen zu diesem Thema hat. Ja? Also eine Fluchterfahrung, eine Vertreibungserfahrung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Anfänge gestalten sich oft mühselig. Fast überall stoßen die Flüchtlinge auf Misstrauen und Zurückweisung. Wir sprechen heute ja manchmal von Willkommenskultur. So etwas hat es 1945 nicht wirklich gegeben. Die Erfahrung, die die meisten Vertriebenen und Flüchtlinge in den Besatzungszonen gemacht haben, war Ablehnung. Die Aufnahmebevölkerung hatte selbst nichts. Die Städte lagen da nieder. Es gab einen sehr großen Mangel an Wohnraum. Es gab viel zu wenig Nahrungsmittel und keine Infrastruktur. In so einer Situation 12,5 Millionen Menschen aufzunehmen, das musste für erhebliche Verteilungskämpfe sorgen. Trotz karger Startbedingungen finden die Heimatlosen ein Zuhause. Die Flüchtlinge sind zum großen Teil nützliche Arbeitskräfte, fähige Köpfe, gute Nachbarn. Auch wenn einige zeitlebens unter Benachteiligungen leiden, das neue Dasein bietet Perspektiven. Von heute aus gesehen muss man sagen, dass die Integration funktioniert hat. Und das ist sicherlich mit die größte sozialpolitische Aufgabe der Nachkriegszeit gewesen, sowohl der jungen Bundesrepublik als auch der jungen DDR. Es war eine enorme Herausforderung, diese Leute zu integrieren. Und insofern muss man jenseits der Spannungen, jenseits der Verwerfungen, jenseits auch der langen Dauer, die diese Integration bedeutet hat, insgesamt sagen, es hat funktioniert. Trotz aller Zerrissenheit sind die meisten angekommen. Der Mangel an Arbeitskräften macht Deutschland faktisch zum Einwanderungsland. Seit den 50er Jahren wirbt die Bundesrepublik sogenannte Gastarbeiter aus der Mittelmeerregion an, während die DDR später Vertragsarbeiter im sozialistischen Ausland rekrutiert. Die Zuzügler verändern und prägen wiederum ihre Ankunftsländer.
Immer wieder zwingen Kriege und Gewaltexzesse zur Flucht. Im ehemaligen Jugoslawien fliehen Bürgerkriegsopfer in den 90er Jahren aus ihrer Heimat, weil sie sonst keinen Ausweg sehen. Es geht darum, Sicherheit, Schutz andernorts zu finden. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, es geht um Gefühle wie Angst, Furcht, aus so einer Situation der Gewalt herauszukommen. So bringt nach 2015 der Feldzug des syrischen Diktators gegen die eigene Bevölkerung insgesamt über 800.000 Menschen dazu, sich bis nach Deutschland durchzuschlagen. Sie wagen den Weg übers Mittelmeer und den Balkan. Mit manchmal tödlichen Risiken. Man kann sehr eindeutig sehen, dass Menschen eben kein Interesse daran haben, ihr Herkunftsland, ihre Herkunftsorte zu verlassen, sondern ganz explizit sich gezwungen gesehen haben, dies zu tun, vor dem Hintergrund von Kriegen, Bürgerkriegen oder autoritären politischen Systemen, Notlagen, Katastrophen. In Deutschland werden die Gestrandeten mit offenen Armen empfangen. Aber nicht nur. Zu allen Zeiten auch mit geballten Fäusten und offener Gewalt. Angesichts des rasch anwachsenden Zuzugs wächst die Angst vor vermeintlicher Überfremdung. Sie löst gesellschaftlich schwerwiegende Krisen aus und lässt politische Kräfte vom rechten Rand erstarken. Dennoch gehört Einwanderung längst zu Deutschland. Über ein Viertel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Die Nachkommen der sogenannten Gastarbeiter sind unverzichtbarer Teil der deutschen Gesellschaft. Es war immer dieser lange Prozess. Sie wurden immer als Fremde wahrgenommen und es ging immer um das Thema Integration. Wenn man in die Geschichte schaut, dann sieht man ja, dass nach einiger Zeit sich das oft sehr, sehr positiv entwickelt hat und dass halt die Wahrnehmung sich dann auch geändert hat. Also zum Beispiel die Hugenotten, die Ende des 17. Jahrhunderts, also schon sehr, sehr lange, in deutsche Länder gekommen sind. Protestantische Franzosen, die dort Hugenotten heißen, wurden damals im katholischen Frankreich verfolgt. Viele emigrierten nach Deutschland, bevorzugt ins Königreich Preußen. Der französische Dom in Berlin und Gottesdienste in französischer Sprache zeugen noch heute davon. Einwanderer haben schon früh unser Land geprägt. Bis in die Gegenwart bringen immer wieder Kriege, wie jüngst der russische Angriff auf die Ukraine, Menschen dazu, zu fliehen. Doch nur ein kleiner Teil von ihnen nimmt den Weg bis nach Mitteleuropa auf sich. Aus der Ukraine fliehen über 6,5 Millionen in Nachbarländer, weniger als 1 Million nach Deutschland. Auch Afghanen migrieren meist im Land oder der Region, kaum ein Zehntel bis zu uns. Gleiches in Syrien. Die weitaus meisten bleiben in der Türkei und dem Nahen Osten. Es kommt darauf an, ob Menschen überhaupt über die Möglichkeiten verfügen, sich weit bewegen zu können. Man braucht Geld, man braucht Verbindung, um fliehen zu können. Für den allergrößten Teil der Weltbevölkerung müssen wir sagen, selbst wenn mehr Grenzen geöffnet werden, hätten sie wenig Chancen, sich zu bewegen. Gegenwärtig überschreiten in keinem Jahr mehr als 0,7% der Menschen weltweit überhaupt nur die Grenzen ihres Landes. Gerade in Zeiten von Klimakatastrophen wird das wohl so bleiben. Treffen sie doch meist die Ärmsten, die ohnehin kaum Mittel zur Flucht haben. Es ist, denke ich, relativ klar, dass es auch zukünftig Migration geben wird. Und es wird auch zukünftig so sein, dass am Ende für nur relativ wenige Menschen weltweit Migration relativ einfach sein wird. Für sehr viele Menschen bleibt die Bewegung über Grenzen hinweg eine Art Verheißung, eine Vorstellung, andernorts bessere Chancen zu haben, aber sie kann nicht umgesetzt werden. Solange es Menschen gibt und Ungleichheit, werden sie auch wandern. Aber bis an ein Ziel werden auch weiterhin nur wenige gelangen. Was könnte euch dazu veranlassen, aus eurer Heimat zu fliehen?
Schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal.